Hallo und herzlich willkommen. Ja, heute neue Wanderung, neuer Tag, neues Glück, zurück auf Anfang. Und ja, ich beginne mein erstes Video mit einer Wanderung. Besser gesagt, nicht ich, sondern wir. Meine liebe Frau Elke ist dabei. Hallo, gell? Bin auch dabei. Und heute ist Samstag, wir sind im tiefsten Hunsrück und wir gehen heute die... Baibachklamm. Baibachklamm, genau. Und das ist ein Rundweg, ja, ein schöner, schattiger Weg, hoffe ich. Baibachklamm, klingt zumindest so. 10 Kilometer lang, 400 Höhenmeter in etwa. Und ja, die Rucksäcke sind mit kalten Getränken gefüllt. Und ich würde sagen, jetzt haben wir genug geschnackt. Jetzt geht's los durch die Baibachklamm. Und ich hoffe, ihr bleibt am Ball. Bis gleich. Kommt mit. Ich glaube, der Weg hier, der ist genau nach meinem Geschmack oder nach unserem Geschmack. Hier sind wir schon an so einer Felskante mit einem Aussichtspunkt. Und ja, wenn du was sagen willst in die Kamera, dann musst du aber laut sprechen, wegen dem Mikrofon. Ich weiß auch was. Und zwar steht hier Schinkaul auf dem Kiehstall. Das ist also quasi eine Grube, die Schinkaul genannt wird oder wurde. Da wurde bis zum Beginn des letzten Jahrhunderts das verendete Vieh aus der Gemeinde entsorgt. Einfach um zu verhindern, dass sich Seuchen ausbreiten, wurden dann halt eben die toten Tiere da reingeschmissen und mit Kalk bedeckt. Kannst du mal da runterfliegen, ganz interessant. Also da hat man das Viehzeug hingeschmissen. Interessant. Kannst du mir mal ja, ein Brötchen geben? Da komm. Okay, geschafft. Ja, Trittsicherheit ist hier erforderlich, aber das sind natürlich Wege hier genau nach meinem Geschmack. Felsig, steil, mit einem tollen Ausblick, richtig, richtig cool. Also Baibachklamm, der Rundweg fängt schon mal wirklich toll an. Bis jetzt schon mal die ersten Meter, richtig geiler Weg, wirklich schöner, schmaler Trampelpfad, extrem steil, also wir werden das Problem haben, dass wir die 400 Höhenmeter erstmal runtergehen und dann heute in der Mittagshitze die 400 Meter wieder hochgehen, laufen, kriechen, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Ja, hier an dem Schild, da sehen wir nicht die gewanderten Kilometer. Nee, nee, das wäre echt der Hammer, wenn wir jetzt schon 24 Kilometer auf der Uhr hätten. Nee, das sind Rettungspunkte. Also hier, das könnt ihr angeben bei einem Notruf, wenn irgendwas ist, da wisst ihr Bescheid. Besser gesagt, der Rettungsdienst weiß dann Bescheid, wo ihr steckt. Und weiter geht's. Ich hoffe, ich brauche heute keinen. Ich bin nämlich so am Schwitzen. Ich habe eine leichte Entzündung im Körper, aber das ist ein anderes Thema. Wir haben, glaube ich, 12 Uhr und es ist schon so brutal heiß. Und ich denke, an der nächsten Bank werde ich den Rucksack erleichtern und werde schon mal ein großes Bier trinken. Kalt, schön mit Eisakku. Oder? Ja, ja, kann man ausnahmsweise mal machen. Ich korrigiere aber. Es ist erst 10:45. Viertel nach elf erst. Mein Gott, musst du alles verraten, ey. Jetzt hätte man 12 Uhr sagen können und dann wäre das für die meisten okay gewesen. Vielleicht gehen wir ja auch noch eine Dreiviertelstunde, bis wir die nächste Bank finden. Bestimmt nicht, bestimmt nicht. Ich muss den Rucksack leichter kriegen und will was Kaltes zu trinken. Im Hintergrund meine Frau. Hier ein wunderschöner Ausblick aufs Feld. Und hinter mir im Schatten wieder einer von diesen vielen, vielen Bänken, die hier am Wanderweg sind. Aber meine Frau meint, wir sind noch nicht weit genug gelaufen. 2 Kilometer würden noch keine Pause rechtfertigen. Ja. Also gehen wir weiter. Ja.
Boah, Leute, beim nächsten Mal gehe ich wieder alleine wandern. Pause, ganz ehrlich. Pause muss man sich verdienen. Nicht nach 1,9 Kilometer schon. Jetzt haust du mich schon wieder in die Pfanne. Ich habe hab 2 Kilometer 1,95 gesagt. 1,95 sind 2. Da kann man 5 gerade sein lassen. Aber Pause erst später. Okay. Guck mal, wie schön. Ein gemütliches Häuschen, wenn es regnen würde. Also, wir sind hier beim zweiten Wanderplatz. Der ist bei Dommershausen-Dorweiler, steht da auf dem Schild. Und hier auch noch die Möglichkeit, sein Fahrzeug abzustellen und die Runde auch eventuell zu verkürzen. Und wenn es einen hier im Regen erwischt, dann hat man ein ganz idyllisches Plätzchen, wo man Zuflucht finden und sein Fest behalten kann. Ja, hier an diesem wunderschönen Platz möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, nochmal auf mein letztes Video zurückzukommen und Danke zu sagen. Ja, über 21.000 Aufrufe, über 1.300 Likes und ich glaube 168 Kommentare. Richtig, richtig geil. Also das zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin und meine Entscheidung die einzig richtige war. Den neuen Abonnenten wünsche ich viel Spaß auf meinem Kanal. Es sind, glaube ich, über 130 neue Abonnenten dazugekommen. Ja, entweder haben sie mich neu abonniert oder sind wieder zurückgekehrt. Also, wie gesagt, euch viel Spaß auf meinem YouTube-Kanal. Und auf diese ganzen Likes, auf dieses positive Feedback von euch, was mich in meiner Entscheidung absolut bekräftigt, stoße ich jetzt mit euch an. Prost, Leute! Du darfst auch anstoßen. Prost. Oh, schönes Plätzchen hier. Toll, ja. Aber es ist relativ viel los. Das kriegt ihr natürlich wieder nicht mit, weil ich die anderen Wanderer aus dem Video rausschneide. Da kann man sich nochmal richtig schön abkühlen. Kommt schöne, frische, kalte Zugluft raus. Ich habe geguckt, aber keine Fledermaus entdeckt. Ich denke, die sind weiter hinten drin. Ne? Dann wollen wir uns auch dran halten, gell? Okay. Einmal Erfrischung holen und weiter. Und hier an der Stelle haben wir jetzt auch einen richtigen Klettersteig. Elkchen, halte ich gut fest. Ja, der Rucksack ist halt noch sehr schwer. Mit Bravour gemeistert. Tu mal der Oma winken. Ja, hier, das ist natürlich richtig genial jetzt. Genau nach meinem Geschmack. Aber wie ihr merkt, das Mikrofon funktioniert wieder nicht. Juhu! Wahnsinnig viel Geld ausgegeben für einen Scheiß, der nicht funktioniert. Und deshalb bin ich froh, immer mehr zurück zu den Wurzeln. Ja, die Actioncam alleine, die muss es tun. Richtiger Dschungel hier. Hier, das ist jetzt wieder ein richtig traumhafter Weg, wirklich hier an dem Bach entlang, wunderschön breit. Ich zeige euch mal das Licht, wie das hinten durch die Bäume aufs Wasser fällt, einfach nur genial, wirklich.
ja, hier auch mal wieder ein Lob an DJI, wirklich absoluter Mist. Dieses Funkmikrofon habe ich jetzt mehrfach mit der Kamera verbunden und es klappt einfach nicht. Es verbindet sich nicht mehr und deshalb, wie gewohnt, wie früher, schreit der Dirk in die Kamera. Aber ich denke, auch so ist der Ton ganz annehmbar. Mein Gott, ist das schön hier. Also nicht ich, sondern die Umgebung. Wobei, ich bin auch schön. Nach knapp der Hälfte, ja, würde ich sagen, haben wir unseren Pausenplatz entdeckt hier, ne? Ja. Oder was sagst du? 5 Kilometer sind geschafft. Und jetzt wird gefespert. Ja. Aber da hinten, da ist noch eine Höhle und die werde ich euch mal zeigen. Ui, heieiei. Also ich habe jetzt keine Lampe, aber da geht es richtig tief rein und runter. Cool. Ich habe die ehrenvolle Aufgabe, hier die Zwiebel zu schneiden. Für die Käsewürfel. Ja, jetzt werden wir hier mal ein bisschen was essen. Und richtig schöner Platz hier. Hier im Hintergrund, ihr könnt sehen, die Höhle. Links unten der Bach, einwandfrei. Und ein kleines Highlight. Ah, super. Das kalte, nasse Tuch für in den Nacken. Oh, oh, wie schön. Oh, einfach nur geil. Ja. Perfekt. Nass und eiskalt. Also das muss man bei dem Weg hier wirklich sagen oder dem Weg lassen. Der ist nicht nur von... ja, von der Vegetation richtig schön, sondern auch hier gibt es etliche Sitzgelegenheiten. Bis jetzt zumindest, auf den ersten 5 Kilometern. Wirklich, wirklich klasse. Jetzt läuft mir ein bisschen das Wasser im Mund zusammen, wenn ich an die Käsewürfel denke. An die? Jawohl. Ich muss die Zwiebeln da drauf machen direkt. So, das reicht erstmal. Ja. Und solange es noch eiskalt ist, einen leckeren Schluck vom Bier. Ja, vernünftige Frau, Cola Zero, gell? In dem Sinne. Prost. Prost. Und während wir jetzt hier essen, schalte ich die Kamera aus. Oh. Oh. Mhm. Jetzt darf ich ja bauen. Oh, okay, ich habe verloren. Das ist mir eigentlich, ne? Okay, habe ich nichts zu essen. Das ist krass, ja. Danke. Hallo. Hallo. Wir sind wieder auf dem Track. Ja, für uns heißt es jetzt weitere 4 Kilometer. Ja, und müsste eigentlich noch einiges an Höhenmeter kommen. Ich glaube, wir haben gerade mal so die Hälfte. Also 200 Höhenmeter dürften es Minimum noch sein. Und ja, das war jetzt ein schöner Rastplatz, eine Höhle, da ist schon wieder eine Höhle hinter mir. Da gehen wir aber jetzt mal hoch und die gucken wir uns an, ob man da was sieht. Um die Bilder hier für euch einzufangen, werde ich von Millionen Stechmücken aufgefressen. Hier haben wir wieder so eine tolle Fledermaushöhle, alles abgesperrt, aber hier macht das auch richtig Sinn, damit die Tiere ihre Ruhe haben. Aber interessant und ja, spannende Sache. Und hier haben wir sogar eine Fledermaus in freier Wildbahn. Ja, so sehen die Exemplare aus. Ja, die auch tagsüber unterwegs sind, ne? Und ja, da wünsche ich mir für zu Hause auch so ein Gitter und so eine Höhle. Da kann ich sie einsperren. Oh. Nein, nein. Nein. Die Küche ist unsere Höhle, gell? Da werde ich eingesperrt? Ja. Ja, und erst rausgelassen, wenn was Leckeres gibt, oder wie?
Also hier kriegt man richtig was geboten, oder? Einfach genial, der Weg hier. Wow. Richtig große Hülle, hätte ich nicht gedacht, dass sowas hier zu sehen ist. Da unten, da geht es dann noch richtig rein, siehst du? Ja, nee, hab ich nicht gesehen. Da in diesem ganz schlanken. Oh, ja. Toll, also der Weg lohnt sich wirklich. Ja. Der Weg hier, der ist einfach fantastisch. Hier so eine alte Steinbrücke. Ja, jetzt müssen wir uns erstmal orientieren und mal schauen, wie es weitergeht für uns. Aber ich kann nur jedem diesen Weg ans Herz legen. Der ist fantastisch. Bei Bachklamm. Geil. Zum Wohl. Weit sind wir nicht gekommen, ne? Nicht wirklich, nee. Hier, das ist, wie nennt sich die Mühle? Schmausemühle. Ja, wir schmausen aber nicht hier, weil wir haben ja gerade gegessen, wir trinken was. Wir machen die Trinkemühle aus der Schmausemühle. Oh, eiskaltes Königsbacher Stuppi. Dass sie das hier haben, wundert mich. Aber super lecker. Wir stehen jetzt hier direkt über der Brücke, über dem Beibach, hier an der Schmausenmühle. Ne? Oder Trinkenmühle. Trinkenmühle, genau. Schmausenmühle, Trinkenmühle. Aber sehr positiv hervorzuheben, da gab es Koblenzer Pilz, Königsbacher Pilz. Und ja, wenn wir in dem Tempo weitergehen, dann sind wir heute Abend auf jeden Fall, wenn es dunkel wird, zu Hause. Ja, ne? Ich denke auch, wir müssen langsam mal einen schnelleren Schritt gehen, sonst wird es echt dunkel. Habt ihr gehört? Also, letzten 5 Kilometer, besser gesagt die Hälfte, geht's jetzt weiter. Ihr habt's gerade sehen können, Abkürzung zu unserem Wanderparkplatz, 1,1 Kilometer. Das wäre ja jetzt richtig cool. Ja, das wäre richtig cool. Aber nix da, wir wollen euch ja den Wanderweg zeigen, deswegen 4,6 Kilometer für uns in diese Richtung. Oh, okay. Ganz ehrlich, ja. Ihr hättet das eben sehen müssen. Sie hat geweint, sie hat gebettelt, sie hat an meinem Bein gehangen und wollte mich in die andere Richtung zerren. Nur noch 1,1 Kilometer, das wäre so verlockend gewesen. Ja, vor allen Dingen jetzt nach dem lecker Bierchen, nach dem Stuppi, ne? Aber nix da. Wir wollen den ganzen Weg gehen und das machen wir auch. Ja, wir schummeln nicht, wir beißen uns durch. Also wir haben die Vermutung, dass das irgendwie von der Schnitzeljagd ist oder so, dass hier noch welche vorbeikommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die hier deponiert und dann liegen lässt. Ja, wie gesagt, alles verschlossene Limoflaschen. Hier jagt wirklich ein Highlight das nächste, oder? Ja. Wirklich tolle Ausblicke. Und jetzt gehen wir hier, das können wir schon sehen, so einen richtig felsigen Weg an dem Bachtal hoch. Richtig klasse. Ja, aber auch das hier, wie toll. Ja. Das ist ein dicker Baum. Sieht man das auf dem Bild? Das sieht man. Ja. Hm. Wirklich schön. Könnte wieder regnen. Nein, für heute. Ach so, du meinst. Nein, wenn man hier sitzt. Ja, ja, wenn man da sitzt, könnte es regnen. Machen. Aber bei Regen macht das keinen Spaß. Ja. Hier könnt ihr das sehen. Links das Bachtal und ja, rechts der Weg, der da sich hochschlängelt, gesichert mit dem Seil.
einfach nur genial. Ja, da es jetzt auch schon relativ spät ist, 16 Uhr durch, sind auch immer weniger Leute unterwegs und das gefällt mir natürlich besonders gut. Also dieser Weg hier, der verwöhnt einen natürlich. Hier sind überall Brücken, irgendwelche Bänke. Jetzt haben wir da wieder einen Unterstand und eine Brücke, die zu diesem Unterstand führt. Ich zeige es euch mal. Ich hoffe, man kann das im Hintergrund erkennen. Ja, es ist einfach nur genial. Und was ich damit sagen will, ist, dass der Wanderweg es natürlich allen anderen Wanderwegen äußerst, äußerst schwer macht. Also das muss man klipp und klar sagen. Hier haben wir schon wieder einen Unterstand, der vor Regen schützen würde. Und ja, einfach dieser fantastische Ausblick. Ich würde sagen, hier an diesem wunderschönen Platz machen wir jetzt noch mal das finale Päuschen, oder? Ja. Boah, puh. Genial, wirklich. Nochmal neu nass. Aber was noch viel genialer ist, dass ich eine Kühltasche dabei habe mit 3 Eisakkus drin. Und da freue ich mich jetzt besonders drauf. Geil. Dann sag ich mal Prost, gell? Ja, für mich ist das heute richtig praktisch, weil Elke fährt, die muss jetzt Wasser trinken und ich darf noch ein kühles Blondes genießen. Ach, tut mir jetzt richtig leid. Nee, muss nicht. Nee, sie ist ganz froh, dass sie jetzt nicht noch eins trinken muss. Das Stuppi hat gereicht. Dann komme ich da nicht hoch. Ja. Dann zum Wohl. Nach diesem wunderschönen Aussichtspunkt, ja, diese Rast, die wir da hatten, haben wir jetzt noch 2,1 Kilometer. Wir sind jetzt hier bei Heyweiler, wie man es auch immer ausspricht. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, noch 2,1 Kilometer und wir gehen hier über freies Feld in der, ich möchte mal sagen, Abendsonne. Und ich würde sagen, wir sehen uns am Auto wieder und da verabschieden wir uns von euch. Hier haben wir wieder einen Aussichtspunkt. Ja, und was haben wir hier stehen? Bänke. Bänke, ein Tisch wieder und ja, wie gesagt, hier an dem Wanderweg, das muss man wirklich sagen, brachial. Wirklich, was hier an Bänken und Tischen aufgebaut wurde, das ist der absolute Wahnsinn. Und hier haben wir auch wieder einen Aussichtspunkt, den zeige ich euch jetzt mal. Meine Frau wollte schon sagen, ja, du läufst in die falsche Richtung. Nee, ich muss euch ja diesen Aussichtspunkt zeigen. Ja, falls ihr Windgeräusche hört, das liegt daran, dass dieses absolut
nichts taugende Mikrofon sich wieder nicht mit der Kamera verbindet. Und ja, hier muss ich mich bei der Gelegenheit jetzt endlich mal auslassen. Meine Frau, die Elke, die sagt immer, ich soll nicht so in die Kamera fluchen. Scheißegal. Also diesen Dreck braucht ihr euch nicht kaufen. Ganz ehrlich, wer eine Osmo Action 4 hat und möchte sich dieses Funkmikrofon dazulegen. Ich persönlich kann nur abraten, das funktioniert überhaupt nicht. Das ist wirklich das Geld, das könnte auch auf die Straße schmeißen, den Huni für das Mikrofon. Aber nichtsdestotrotz, Windgeräusche hin oder her, guckt euch das an. Ach, ist das schön. Und natürlich haben wir hier auch wieder eine Bank, ne? Also keine 5 Meter weiter von da oben, wo die Bänke mit dem Tisch sind, haben wir hier auch nochmal eine Bank. Also der absolute Wahnsinn, was die Leute sich hier für eine Mühe gegeben haben. Ja, bei diesem Wanderweg. Hier könnten Hunderte unterwegs sein und jeder würde einen Platz finden. Jetzt müssen wir die Gelegenheit nutzen, wo ich das Mikrofon endlich mal geschafft habe, mit der Kamera zu verbinden. Also ich halte das jetzt mal so dusselig wie Anfänger hier ins Bild. Ja, jetzt mal klipp und klares Fazit von meiner Frau, die bei Wanderwegen echt anspruchsvoll ist, gell? Also die ganze Flucherei, die schneide ich ja normalerweise raus. Und hier musste ich diesmal oder muss ich nichts rausschneiden, weil sie fand den Weg. Erzähl selbst. 5 Sterne. Also wirklich 5 Sterne. Nicht nur jeder Abschnitt schön, sondern auf jeden Meter hinter jeder Kurve immer was Tolles zu entdecken und immer am Bach entlang schön kühl und frisch. Und also ich weiß nicht, was ein Premium-Wanderweg ist, aber wenn ich das beurteilen könnte, dann wäre das hier der Oberpremium-Wanderweg. Richtig schön war er. Gibt es noch was zu Tischen und Bänken zu sagen? Viel. Viel, viel. Wie oft haben wir das erlebt, dass wir Hunger hatten und kommen um die Ecke und da ist endlich mal eine Bank, die ist aber besetzt und dann geht man weiter und dann kommt einfach gar nichts mehr, sodass wir schon auf dem Baumstamm oder auf dem Schoß unser Essen essen mussten. Aber hier so viele Tische und Bänke, immer schön im Schatten gelegen, also klasse. Und mit diesen warmen Worten, ja, verabschieden wir uns von euch. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dirk on Tour. Macht's gut. Ciao. Ciao.